wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und lang ersehen, von so vielen vorgeschlagen und endlich sitzt er neben mir. Ich grüße Sie, Heiner Flassbeck. Hallo. Sie haben so einige Bücher geschrieben und die sind richtig so mit auf den Tisch hauen. Ja. Und Sie reden bei den etablierten Ökonomen unserer Zeit über ein großes Versagen. Das würde ich gerne mal erst verstehen. Warum sind die etablierten Ökonomen, Sie sind auch ein etablierter Ökonom, warum sind das Versager? Naja, es gibt zwei Schulen von Ökonomen. Die einen sogenannten Keynesianer, die anderen sind die Neoklassiker oder Neoliberalen. Und was eben schiefgelaufen ist, generell in der akademischen Ökonomie, ist, dass man sich total von der Welt entfernt hat. Man macht Modelle, die vollkommen irreal sind, die also wirklich Glasperlenspiel sind, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Aber daraus wird dann immer haarscharf auf die Wirklichkeit geschlossen. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, das Problem ist, dass die Ökonomen generell, aber würde ich mal sagen, aus meiner Sicht die Neoklassiker besonders, einen ideologischen Bias haben. Ne? Es muss immer der Markt siegen, sozusagen. Es gibt einen Boxkampf, Markt gegen Staat, aber wir wissen immer schon, wer siegt. Der eine ist immer der Gute und der andere ist immer der Böse. Und das ist halt nicht auf der Welt so. Die Welt ist ein bisschen komplizierter und deswegen muss man unvoreingenommen an die Dinge rangehen und deswegen muss man ein paar von diesen alten Dogmen, die die Leute da vor sich hertragen, muss man in Frage stellen. Kommen wir kurz auf Sie. Sie sind, wie wird man so oder was ist so ein Chefvolkswirt bei der UNCTAD, heißt das, ne, in Genf? Ja. Was macht der? Ja, der beschäftigt sich mit der Welt, mit der globalisierten Wirtschaft. Das ist das Hauptthema gewesen und die Frage, wie kann man die Entwicklungsländer integrieren in diese Weltwirtschaft? Wie muss man die institutionellen Dinge gestalten, damit auch Entwicklungsländer eine Chance haben, damit aber die Weltwirtschaft insgesamt funktioniert? Und das zentrale Thema ist eben, wir haben zwar eine globalisierte Wirtschaft, wir haben keine globalen Regeln, wir haben keine vernünftigen Regeln für die Finanzwirtschaft, wir haben auch für den Handel nur sehr rudimentäre Regeln. Alles das, was wir auf der nationalstaatlichen Ebene noch haben, wenigstens in Ansätzen, gibt es auf der internationalen Ebene überhaupt nicht. Und das ist mein Hauptthema gewesen. Sie reden auch über die letzten Jahrzehnte hier in Europa über ein ökonomisches Desaster. Das ist harter Tobak, wie Sie das so ansprechen. Naja, wir haben hohe Arbeitslosigkeit seit Mitte der 70er Jahre und wir sind bis heute nicht in der Lage, sie zu beseitigen. Nicht nur das, wir haben jetzt durch die Eurokrise sogar die höchste Arbeitslosigkeit in Europa aller Zeiten, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn das kein Desaster ist, dann kenne ich kein Desaster mehr. Ich meine, wir haben unendlich viel sozusagen Einkommensmöglichkeiten verloren. Wir hätten ja wesentlich mehr machen können, wenn wir nicht bestimmten Dogmen, Ideologien aufgesessen hätten im Bereich der Geldpolitik, im Bereich der Finanzpolitik, im Bereich der Lohnpolitik vor allem. In den letzten Jahren hat Deutschland ja ein Experiment hingelegt, das seinesgleichen sucht. Die deutschen Reallöhne sind halt seit 15 Jahren nicht gestiegen. Die Gewinne der deutschen Unternehmen, vor allem der Exportunternehmen, explodieren. Und wir haben Europa in die Knie gezwungen. Aber dummerweise sind es unsere Kunden, die wir in die Knie gezwungen haben. Und deswegen wird das Ganze jetzt platzen. Und dann, wenn das kein Desaster ist, kenne ich keins. Was hat die Agenda 2010 damit zu tun? Ja, die hat ganz viel damit zu tun, weil man da einen Ansatz, den es ohnehin schon gab, den gab es schon unter Kohl, immer wieder den Versuch, die Löhne sozusagen zu senken oder relativ zu senken im Verhältnis zur Produktivität, sagen die Ökonomen, also dem, was wir zusätzlich leisten, haben wir uns keine Lohnerhöhung mehr geleistet. Und das hat dazu geführt, dass wir zwar nach außen hin extrem wettbewerbsfähig geworden sind, weil Deutschland ist heute super billig, ich lebe in Frankreich, und Frankreich ist teuer im Vergleich zu Deutschland, das ist vollkommen irre, 15-20% leicht. Und aber gleichzeitig haben wir unseren Binnenmarkt zerstört. Wir haben unseren Binnenmarkt kaputt gemacht, weil die Leute einfach kein Einkommen haben. Nicht, weil Geiz ist geil oder so, oder weil die Leute nichts mehr kaufen wollten, sondern weil sie einfach keinen Einkommenszuwachs hatten. So haben wir Armut in Deutschland, wie ein berühmter Ökonom, Herr Keynes, gesagt hat, Poverty in the midst of plenty, also in der Mitte von Wohlstand haben wir Armut in Deutschland. Das ist ein Armutszeugnis ohnegleichen. Wie ist das? Ist das nicht bestürzend, dass die Agenda 2010 von einer Regierung beschlossen wurde, der Sie anfänglich angehört haben? Ja. Was geht in einem vor da? Naja, das zeigt zunächst mal eines ganz deutlich, dass wir ganz wenige wirklich politische Konzepte haben. Wir haben keine Konzepte und die Parteien versuchen auch gar nicht, solche ernsthaften Konzepte zu entwickeln. Die SPD ist damals an die Regierung gekommen, das muss man sich vorstellen.
nach 16 Jahren Kohl und hat null wirtschaftspolitisches Konzept gehabt. Die hatten schlicht keine Idee, was sie machen sollten. Und als Oskar Lafontaine und ich dann weg waren, ja, dann waren sie tatsächlich ideenlos. Ne? Was sie genommen haben, sie haben eine Liste des Sachverständigenrates, also der konservativsten Ökonomen, die wir in Deutschland haben, die haben sie genommen und die haben sie umgesetzt. Und gegen die SPD-Mitglieder einfach mal durchgesetzt, basta. Und aus reiner Fantasielosigkeit, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Und das ist das eigentlich Erschreckende. Das erschreckt mich mehr als die Skrupellosigkeit, mit der das gemacht wurde, erschreckt mich die Ideenlosigkeit. Ich meine, wenn wir Politik haben, das ist ja heute wieder so, die weder sich Leute suchen, sich Berater suchen, die ihnen ein paar Ideen geben, noch selbst Ideen haben, dann gehen wir unter. Dann ist diese globalisierte Wirtschaft zum Scheitern verurteilt. Das ist ein extrem komplexes System. Und für dieses komplexe System braucht man hochqualifizierte Leute, es zu steuern. Aber wenn die Politik solche Leute nicht mehr hervorbringt, dann Gnade uns Gott. Die Komplexität oder diese Kompliziertheit ist ja auch gar nicht so einfach auszudrücken, vor allem nicht in den Medien. Wie schaffen wir es denn überhaupt als Gesellschaft zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Geld funktioniert, wo können wir das? Ich meine, in der Financial Times können wir es nicht mehr lesen oder wir können es auch nicht in der Frankfurter Rundschau lesen. Ja. Wo liest jetzt noch der Normalbürger, was abgeht? Ja, er muss ins Internet. Da geht kein Weg dran vorbei. Flassbeck Economics ist eine neue Seite, wo man das tun kann. Okay. Nachdenkseiten ist eine alte Seite, wo man das tun kann. Relativ alte Seite. Also es gibt, das ist eigentlich das Schöne, dass wir jetzt durch das Internet diese unglaublichen Möglichkeiten haben. Das ist wirklich für mich ein Fortschritt in Sachen Demokratie und in Meinungsfreiheit. Man muss jetzt nicht mehr auf irgendeine Presse warten, ein Medium warten, was einem eine Seite gibt, mal alle 8 Wochen, wenn man was schreiben will. Und man schreibt es ins Internet, wenn viele Leute lesen es, wenn man ein bisschen bekannt ist, wenn man ein bisschen innovativ ist, wenn man anders ist, dann sind die Leute ungeheuer interessiert daran. Und das ist das Schöne eigentlich, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben. Sonst, die deutschen Medien muss man nicht lesen. Da versäumt man nichts, wenn man die nicht liest. Die Print-Leitmedien, sage ich mal, oder die Fernsehleitmedien oder so. Das ist ja alles eingenordet. Das ist ja, hat ja seine Richtung. Ne? Wir sind ja ein freies Land mit unglaublich freier Presse. Aber in bestimmten Sachen dürfen wir nur eine Meinung haben. Das darf keine zwei Meinungen geben. Denn das eine wäre zu viel. Das würden die Leute ja unsicher werden. Und das darf nicht sein. Ich habe jetzt mitbekommen, es kam jetzt auch in den Medien, voll cool, Obama will eine Freihandelszone. Rettet das die Welt? Ja, das ist das schönste Thema. Das finde ich so genial. Ist ja Ihr Themengebiet, was sagen Sie dazu? Naja, das ist wieder, da sieht man typisch der Reflex, wie sozusagen den Deutschen wieder das Wasser im Mund zusammenläuft, wie sie hinbeißen wollen und sagen, oh, Export über alles. Und wir machen noch mehr Überschüsse. Ne? Das Irre ist ja, dass wir wollen ja nicht nur exportieren, wir wollen ja Überschüsse machen. Das heißt, wir wollen unser Ersparnis alle ins Ausland transferieren. Die Ausländer sollen dann unsere Ersparnisse investieren sozusagen. Tun sie zwar nicht, aber das interessiert uns nicht. Hauptsache, wir haben exportiert. Und schon bei dieser Freihandelszone kommt das sofort wieder vor. Das eine muss man nur bedenken, das ist ganz interessant. Denn ein Satz, den Obama dazu gemacht hat, da steht nämlich nicht nur drin, ich habe ihn dabei, in der Herald Tribune, habe ich vorhin gelesen. Das war nicht abgesprochen. Da steht nämlich drin, der hat nämlich gesagt, fair and free. Fair and free. Und wenn man weiß, dass es eine intensive Diskussion in den G20 und sonst wo gibt, zwischen den Amerikanern, nicht eine Diskussion, ein Streit, machen wir es immer ganz klar, ein Streit zwischen Amerikanern und Deutschland über die riesigen deutschen Überschüsse im Außenhandel und die amerikanischen Defizite, dann könnte man auch der Meinung sein, dass das Wichtigste an dieser Fairness ist, dass dieser Handel ausgeglichen ist, dass nicht der eine dauernd Überschüsse macht, der andere dauernd Defizite. Wenn das so wäre, dann können die ganzen deutschen Freudentaumel ganz schnell beendet werden, denn dann geht es genau umgekehrt, wie man sich das hier erwartet. Freihandel ist keine Rettung für die Welt. Das wird vielleicht, wenn es ein bisschen was abgebaut, ganz minimal, dass kein Mensch merken wird, das Einkommen erhöhen, aber große Schübe und Abbau der Arbeitslosigkeit, ist alles Quatsch. Ne? Das muss man sich vorstellen, das ist alles Quatsch. Die Europäische Währungsunion wurde so begründet, hat man gesagt, ja, machen wir Währungsunion und dann Wurf gibt es sofort einen irren Schub an Arbeitsplätzen. Die Europäische Kommission rechnet dann immer sofort aus, 2 Millionen Arbeitsplätze, 10% Wachstum über 10 Jahre oder so. Alles Blödsinn, das ist alles kompletter Blödsinn, ne? Das muss man sich vorstellen. Und das ist das, was ich hauptsächlich beklage, diese Volksverdummung, diese systematische Volksverdummung, gerade im ökonomischen Bereich. Und dagegen versuche ich ein bisschen meine Stimme zu erheben.
Mein Lieblingssatz in den Talkshows ist, wir dürfen uns nicht verschulden auf Kosten der nächsten Generationen. Ja. Das können wir unseren Enkelkindern und Kindern nicht aufbürden. Was steckt dahinter? Ist das so? Na, daran ist alles falsch. An diesem Satz ist alles falsch, weil wenn der Staat Schulden macht... Aber wenn der Satz so falsch ist, warum wird er erstmal durchgehend gesagt? Das ist genau das Wichtige. Das müssen Sie erforschen. Daran muss man arbeiten. Warum kann ein so falscher Satz immer wieder gesagt werden? Das hat Frau Merkel gesagt, Herr Schröder immer gesagt, der wird in jeder Talkshow gesagt. Er ist grundfalsch und jeder Mensch kann nach einer Minute verstehen, warum er falsch ist. Warum ist er falsch? Weil wir an unsere Enkel und Urenkel, an unsere Kinder nicht nur die Staatsschulden vererben, sondern auch die Forderungen gegen den Staat. Irgendjemand hält doch dieses Zeug. Wer kauft denn die Staatsanleihen? Wenn wir die kaufen heute, oder meine Kinder die kaufen, und sie kaufen mehr davon, und es sind mehr Staatsschulden, da geht es immer zu Null aus. Geht immer genau zu Null aus. Schon deswegen ist es Blödsinn. Es ist aber auch noch ein weiterer Grund Blödsinn, weil es, selbst wenn es so wäre, dass es eine echte Verschuldung wäre, muss man immer fragen, gibt es auch Investitionen dagegen? Wenn wir heute irgendetwas Vernünftiges tun, wenn wir heute die Welt retten, wenn wir das Klima retten und das kostet etwas, ja, dann haben wir doch nicht die Generationen belastet. Auch das ist Blödsinn. Also in vielen Dimensionen ist dieser Satz vollkommener Blödsinn. Also Dinge werden nicht richtig dadurch, dass man es oft genug sagt. Nein, es wird überhaupt nicht richtig, aber das Richtige wird nicht gesagt, ne? Genauso wie ich immer sage, man muss bei Schulden, muss man immer dazu sagen, aber Schulden sind nur ein Reflex von Ersparnissen. Wenn ihr keine Verschuldung mehr wollt auf der Welt, dann darf auch niemand mehr sparen. Das ist Buchhaltung, das ist ganz eindeutig klar, einfache Buchhaltung. Aber das wird nie gesagt, ne? Also jeder Finanzminister müsste immer, wenn er über Schulden redet, sofort über Ersparnisse reden. Herr Schäuble ist nach Moskau gefahren jetzt zur G20 und hat gesagt, keiner soll mehr Schulden machen. Ja, aber wo gehen die Ersparnisse denn hin? Was passiert mit den Ersparnissen, ne? In Deutschland ist es so, dass inzwischen alle sparen. Der Staat spart, die Haushalte sparen und die Unternehmen sparen. Ja, wer soll das Zeug denn aufnehmen? Irgendjemand muss es nehmen und investieren oder sich verschulden. Bisher war das nur das Ausland. Ne? Wenn das Ausland es nicht mehr kann, weil sie pleite sind, ja, wer macht's dann? Das ist die zentrale ökonomische deutsche Frage. Und kein Mensch stellt die auch nur, die Frage. Außer mir. Ja, Flassbeck, wenn wir jetzt noch ein bisschen Kaffee trinken zusammen und merken, wir verstehen uns gut und trinken heute Abend ein und so weiter, könnten wir tatsächlich der Meinung sein, morgen gründen wir zwei eine Ratingagentur. Ja, könnte man. Ratingagentur ist ja nur eine Meinungsäußerung. Man muss nur eine bestimmte Position einmal erreichen. Man muss irgendwo dahin kommen, anerkannt zu werden. Wie man das genau macht, ist wieder eine Frage des Geldes. Nehmen wir an, wir sind die coolsten Typen auf der Welt. Sollten wir eine Ratingagentur besitzen? Ja, man verdient damit viel Geld. Ratingagenturen könnten in der Tat eine wichtige Rolle spielen. Weil was fehlt sozusagen in dem gesamten globalen Gebäude, ist ein bisschen, auch so ein bisschen unabhängiger Sachverstand schon. Ne? Ratingagenturen sind natürlich überhaupt nicht unabhängig. Die sind genau das falsche Konstrukt. Aber was man im Grunde bräuchte, ich habe ja lange jetzt gegen G20 gesessen, in den ganzen Diskussionen immer mitgemacht, was man bräuchte, ist schon ein bisschen unabhängige Meinung, ne, von außen. Es könnte akademische Meinung sein, aber die akademischen Ökonomen sind so extrem langweilig und so weit weg von der Welt. Aber es müsste schon Institutionen geben, die so etwas tun, die Politiker beraten, die sagen, halt, jetzt hört mal auf, jetzt redet ihr Schluss, weil gegen die Logik, ne, das geht nicht. Aber das passiert unheimlich wenig. Ich nehme immer das schöne Beispiel, Frau Merkel sagt, wir müssen alle unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das ist Quatsch. Ne? Alle können nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das geht einfach nicht auf der Welt. Das ist gegen die Logik. Ne? Alle können ihre Produktivität erhöhen, aber nicht alle können ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wettbewerbsfähigkeit ist immer relativ. Gegen wen? Ne? Die Welt kann nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das ist Blödsinn. Aber niemand sagt etwas gegen den Blödsinn. Meine, dass sie das sagt, ist okay. Sie sind Politiker, sie weiß das nicht besser. Und dann sage ich immer, sie ist Physikerin. Wenn jetzt jemand sagen würde, wir lösen das Klimaproblem dadurch, dass wir alle Energie jetzt 100% verbrennen, das bleibt einfach nichts mehr über, auf Null. Ne? Ja, dann würden morgen 1.000 oder 10.000 Physiker aufstehen und sagen, das ist Blödsinn, das ist gegen die Logik, gegen die Gesetze, die wir kennen, gegen das Energieerhaltungsgesetz, das geht nicht. Man kann immer nur Energie nur umwandeln in Wärme. Ja, aber warum tut das im ökonomischen Bereich niemand? Warum sagt niemand, das ist Blödsinn? Das müsste doch passieren, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Dann siehst du mir. Ja, weil es sozusagen auch unter den akademischen Ökonomen einfach immer den Bias gibt, ich darf meine Richtung nicht verraten, zu sagen, ich bin der Markttyp, ich darf den Markt nicht verraten. Wenn ich das jetzt sage, dass Frau Merkel sagt, Wettbewerbsfähigkeit ist schlecht, dann bin ich ja wieder sozusagen gegen den Markt und gegen die Lohnsenkung. Lohnsenkungen sind ja immer gut, weil wir wissen ja, dass die Märkte flexibel sein müssen. Solche Dinge spielen dann eine Rolle. Und so wird die Bevölkerung veräppelt, ihr wird Unsinn erzählen. Wann ist denn das letzte Mal schon mal so eine Idee aufgetaucht, wie damals Bretton Woods
Also so globale Ideen von Ökonomen. Ja, die gibt es schon. Ein gewisser Heiner Flassbeck hat eine ähnliche Idee vor einiger Zeit, als er noch in UNCTAD war, in die Welt gesetzt. Ein globales Bretton Woods. Aber man muss sehen, die Zeit ist nicht reif dafür. Ne? Bretton Woods war eine einmalige Situation nach dem großen Krieg, nach dem gewaltigen Schock, nach dem unvorstellbaren Schock. Waren die Politiker wirklich bereit, mal etwas ganz Neues zu machen? Und es gab einen genialen Ökonomen zu der Zeit, wieder Herr Keynes, namens Keynes, der dafür gesorgt hat, dass es auch eine gute Idee gab, die man umsetzen konnte. Und beides zusammen hat mal funktioniert. Seit der Zeit, seit die 20 Jahre vorbei sind, Bretton Woods, gibt es sowas überhaupt nicht mehr. Aber ist die Zeit wirklich nicht reif? Ich meine, Ökonomien explodieren, Atomkraftwerke explodieren, Menschenrechte explodieren. Ja, man könnte schon glauben, aber der Schock muss vielleicht noch größer werden. Das ist schlimm, wenn man sowas sagt. Ne? Aber ja, wir sehen nach 2008, war so ein gewaltiger Schock. Die Weltwirtschaft war wirklich auf der Klippe und wäre fast runtergefallen und total implodiert, wie 1929. Und das ist passiert. Sofort, nachdem die Krise vorbei war, so halbwegs stabilisiert war durch Ideen von Leuten wie mir, ne? Keynesianer. Sofort kamen die anderen wieder aus den Büschen hervor und haben gesagt, aber jetzt müssen wir kämpfen mit noch mehr Geld, mit noch mehr Macht, dagegenhalten, dass jetzt nicht diese Marktgegner siegen. Ne? Und sie haben es geschafft. Über die Finanzmarktreform wird praktisch nicht mehr geredet, da passiert ein bisschen was. So Showveranstaltungen werden da gemacht. Im Bereich der Wirtschaftspolitik ist man härter und konservativer geworden als jemals zuvor. Und das ist alles verpufft. Ne? Das ist alles verpufft. Ist auch irgendwo ein deprimierendes Gespräch mit Ihnen, Herr Flassbeck. Ja, das denke ich auch immer. Aber ich muss sagen, wenn ich Vorträge halte und den Leuten die Welt ein bisschen erkläre, was wir jetzt hier vielleicht nicht so in extenso tun können, dann sind die Leute doch ganz glücklich. Ich sage immer, jetzt hoffe ich, dass ihr nicht deprimiert nach Hause geht. Und dann sagen die immer, nein, gar nicht. Ich bin jetzt überhaupt nicht deprimiert, sondern ich fühle mich eigentlich ein bisschen befreit, weil ich merke, ach ja, guck mal, es gibt ja gute Ideen. Wir müssen nur dafür kämpfen, dass sie umgesetzt werden. Und insofern sollte man nicht hoffnungslos sein. Es gibt eine große Bewegung der Bevölkerung unter interessierten, aufgeklärten Menschen, das alles zu erfahren und es zu lernen und zu verstehen und dann auch politisch tätig zu werden. Wunderbar, ich danke Ihnen schon mal für dieses erste Gespräch, Herr Flassbeck. Ja. Wir haben so in Erwägung gezogen, uns eventuell bei einem zweiten Gespräch das Thema Grundeinkommen vorzunehmen, ja. Aber dazu müssen wir uns noch ein bisschen besser kennen. Es ist, ich habe zum Schluss immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Mhm. Hans-Werner Sinn. Ist ein unkonventioneller Ökonom, auf der anderen Seite sozusagen von mir. Obwohl er auch immer behauptet, er sei Keynesianer, aber ein bisschen konfus und hat aber die Unterstützung der gesamten deutschen Presse und kommt deswegen gut rüber. UNO. UNO könnte eine wichtige Rolle spielen. Sie könnte genau dieses globale Regelwerk bilden, was man braucht für die Wirtschaft auch. Nur im wirtschaftlichen Bereich ist die UNO leider schwach, was ich sehr bedauere. Ich habe mich sehr bemüht, das zu verbessern. Es hat auch ein bisschen was gebracht, aber leider nicht genug. Aber wir müssen an der UNO arbeiten. Die UNO muss ausgebaut werden, weil wir brauchen eine globale Institution, die sich um die Probleme der Welt kümmert. Der dritte Begriff soll als Werbung dienen. Flassbeck Economics. Flassbeck Economics ist eine neue Seite im Internet, wo ich versuche, so oft wie möglich, 2-3 Mal pro Woche, meine Kommentare, zum Beispiel jetzt in dieser Woche werde ich noch was zur Freihandelsgeschichte machen, Europa, USA. Und zu anderen Fragen zu äußern und den Menschen eine Möglichkeit geben, sich ein bisschen klüger zu machen, hoffentlich. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, gerne. Herr Flassbeck, und hoffentlich auch bald. Danke. Gerne. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist der Musiker Felix Meyer. Bis zum nächsten Mal.